Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der Genussmomente, dem Podcast von und mit etwas Genuss. Ich freue mich wie immer sehr, heute wieder in dieser Folge dabei zu sein und freue mich aber umso mehr, dass unser guter alter Freund, Kupfernstecher, Co-Host, Kompagnon und auch einfach guter Typ, der David, wieder mit dabei ist. Boah, so viele Hüte auf einmal aufzuhaben, ist ganz schön schwierig, sag ich dir. Martin, ich freue mich, dass du auch dabei bist. Hast vielleicht einen großen Kopf. Das mag sein, das mag sein. Aber Martin, bevor wir loslegen, wie immer die Frage, was genießt du gerade? Man soll es kaum glauben, ich habe mich heute aber entgegen meiner Gewohnheit für einen Whisky entschieden. Nein. Doch. Und zwar ein ganz einfacher Standard-Bourbon, Buffalo Trace. Bin hier die Tage durch den Kaufland marschiert, habe ihn im Regal stehen sehen, da ist mir eingefallen, in meiner Flasche ist gar nicht mehr so viel drin. Und es ist ja auch gar nicht so gut, wenn in so einer Whiskyflasche nur noch eine Sonnenpfütze drin ist, weil dann oxidiert er und so. Also es muss jetzt auch quasi weg. Aber kann ja nicht hier sagen, ich trinke Bourbon und keinen Buffalo Trace da haben. Also du erkennst, da ist nicht gewiss. Ich verstehe. Ja, von daher bin ich da jetzt gerade dabei, die letzte Pfütze wegzutrinken. Und genieße es sehr. Apropos genießen, was genießt du denn gerade? Bei mir ist es tatsächlich ein Spitzwegerich-Sirup, weil ich immer noch Husten habe. Es ist sehr unangenehm. Ich möchte schon fast sagen, es ist belastend. Das ist für alle Leute, die damit nichts anfangen können. Hört einfach mal in ein paar Folgen von unserem anderen Podcast, der Folge ist aber lustig rein. Lohnt sich ja auch. Aber so ist das halt. Irgendwie schon seit Wochen jetzt mit Husten unterwegs. Irgendwann muss das Sommer weg sein. Wir werden es sehen. Martin, du hast gesagt, du genießt einen Whisky. Und da frage ich mich natürlich gleich, wann hast du eigentlich angefangen, Whisky zu genießen? Mit 7 Jahren. Das glaube ich dir nicht. Nein, tatsächlich, also Whisky erst vor etwas über einem Jahr, aber halt direkt Hals über Kopf verliebt. Aber es gibt natürlich, ich sag mal, auch Dinge außerhalb von Genussmitteln mit Altersbeschränkung, wo sich vielleicht einfach über den Lauf der Zeit der Geschmack verändert hat, wo man früher sich dachte, wie kann man nur? Mhm. Und mittlerweile denkt man sich, ach, das ist schon eine feine Sache, ne? Das ist, und darüber wollen wir heute mal ein bisschen quatschen. Und deswegen würde ich mal einfach direkt in deine Richtung losfragen. Ja, bei mir war es Rosenkohl. Oh ja. Ich fand es als Kind echt nicht geil. Also ich fand Rosenkohl irgendwie, nee, war nicht lecker. Ne? Und mittlerweile finde ich es aber geil. Dazu muss man aber auch sagen, dass sich der Rosenkohl an sich auch weiterentwickelt hat. Also der Rosenkohl, den wir als Kinder gegessen hat, schmeckte anders, bitterer, als der, den man heute isst. Und deswegen ist es vielleicht auch so, dass man heutzutage sagt, auch gar nicht so schlecht. Es ist, also sind wir, ist das, ist, wird das hier wieder so ein Bananending? Nein, nein. Also für alle Leute, hört in unsere Folge, warum Bananen nicht nach Bananen schmecken, rein. Jetzt etwas extrapoliert, aber hört da rein. Aber okay, und der Rosenkohl hat sich verändert, sagst du? Ja, doch, also über die Zeit hat sich durch, ne? Also es ist halt weniger bitter. Ich denke mal, das liegt auch daran, dass sich die Zubereitungsarten von Rosenkohl weiterentwickelt haben. Früher warst du ja wirklich ganz strikt dabei, der wird gekocht und wird dann eventuell einmal noch kurz durch die Pfanne geschwenkt. Das war's. Mhm. Und heute bist du ja auch dabei, du bist ja wirklich ja Rosenkohl zu zupfen, wenn du viel Zeit hast und den wirklich an sich einfach nur kurz anzubraten. Oder den zu rösten und ja. Ja, das ist halt eher zu behandeln wie eine feinere Kohlsorte, vielleicht wie ein Chinakohl oder so. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass das damit zusammenhängt, dass du halt dafür natürlich einen Kohl brauchst, der vom Hause aus ein bisschen filigraner ist. Aber ich bin voll bei dir. Rosenkohl habe ich früher nicht gemocht. Ich habe es gehasst wie die Pest mittlerweile. Ja, aber wie gesagt, also ich habe gerade nochmal gesucht, ja. Und es ist tatsächlich so, dass seit 1990 gerade diese Bitterstoffe, die dafür sorgten, dass man ihn nicht mochte, weggezüchtet wurden. Und deswegen schmeckt der Rosenkohl, den wir heute haben, einfach besser. Weil nicht so bitter. Ja, und genau das ist das, was uns als Kinder, und überleg mal, von 1990, das war genau unsere Kindheit. Ne? Stimmt. Also, ja, von daher, ich hatte es letztens zufällig gelesen und war einfach unglaublich erstaunt über diese Tatsache. Ich finde es super spannend und seitdem schmeckt der Rosenkohl echt lecker. Also schmeckt er mir einfach und ich freue mich sehr. Aber hast du denn noch so etwas, vielleicht eben nicht Rosenkohl, was dir früher nicht geschmeckt hat und jetzt schon? Jein, es ist etwas sehr, sehr Spezielles. Oha.
Ja, also auch von der ganzen Herangehensweise ist es sehr speziell. Ich mochte früher bei so Rostbratwurst. Aha. Ich mochte die Pelle nicht. Okay. Ich mochte sie nicht. Ich mochte dieses Dadurchbeißen nicht. Und das führte oft dazu, dass ich die Pelle dann als Kind davon abgezogen habe und halt nur das Brät gegessen habe. Und das hat sich mittlerweile geändert. Mittlerweile so, gerade so auf dem Weihnachtsmarkt oder so, so eine schöne Thüringer Rostbratwurst im Brötchen, bisschen Senf drauf und dann halt natürlich auch gerne mit der kross gegrillten Pelle. Ha! Also, der geht einem ja das Herz auf. Aber ich mochte es früher nicht. Ich konnte es auf den Tod nicht ausstehen. Also, richtiger, also schon fast Ekel. Und ich weiß nicht, warum. Es war von einem Tag auf dem anderen, war dieser Ekel weg. Spannend. Ja, nee, auch merkwürdig, ich weiß. Da bin ich, da bin ich ganz bei dir. Aber das ist, und deswegen mittlerweile bin ich pro Rostbratwurst. Gerne aber auch nach Möglichkeit eine gute und nicht die 99-Cent-Variante aus dem Supermarkt. Ja, also, ne, was Gutes sollte schon sein. Ja, ja, das gilt ja für so viele Dinge im Leben. Wie stehst du denn zu Rostbratwurst und der Pelle, beziehungsweise was hast du denn noch so mitgebracht jetzt im Repertoire der Dinge, die du mittlerweile magst? Also tatsächlich habe ich nichts gegen Rostbratwurst und hatte auch nie was dagegen. Hatte auch kein Problem mit der Pelle. Was ich aber früher nicht so geil fand, da kommt der Husten schon wieder durch, ist, das klingt jetzt komisch, Nudelsalat. Und vor allem Nudelsalat mit Erbsen. Okay, ja. Machen viele in Nudelsalat? Ja, finde ich ganz schlimm. Also ich mag Erbsen, eingelegte Erbsen immer noch nicht so. Vor allem Erbsen und Möhren eingelegt zusammen ist das Schlimmste. Ja, also finde ich grausam. Aber mittlerweile kann ich Nudelsalat. Also ist okay, esse ich wohl. Ja, ich mochte es früher nicht. Also ein Kartoffelsalat, kein Problem, aber sobald daraus Nudeln wurden, war vorbei. Aber Kartoffelsalat mit Erbsen? Nein, Kartoffelsalat natürlich ohne Erbsen. Wer packt denn Erbsen an Kartoffelsalat? Ja, ich dachte, es klang jetzt gerade so, als geht es nicht. Nein, es ging um Nudelsalat. Also vor allem der mit Erbsen nicht, aber allgemein Nudelsalat. Okay, und aber mittlerweile ist der Nudelsalat, bist du bei dem Standpunkt? Ist okay. Es ist auch kein richtiger Genuss. Es ist ja, du hast ja quasi nur eine gewisse Toleranz entwickelt. Wenn ich Nö, das also es gibt mittlerweile, habe ich halt Varianten probiert, die mir tatsächlich sehr gut schmecken, die dann oft in den etwas exotischeren Bereich gehen. Ja, da hast du halt Nudelsalat mit Granatapfel drin und was war da noch drin? Gelbe Linsen, Feta und irgendwas vergessen, Rucola. So, und dann nur ein bisschen Nudeln, weißt du? Also es war nicht so ein reiner, also so ein Nudelsalat mit Mayonnaise und hast nicht gesehen, sondern es ist dann auch mit Essig und Öl und sowas alles angemacht und so. Das ist dann wird es schon lecker, so, ne? Also wenn du dann eben weg von dem Standard-Nudelsalat gehst, dann finde ich es echt lecker, so, ne? Aber früher war halt Salat mit Nudeln gleich direkt, ist nicht, auf keinen Fall. Ja, okay, verstehe ich. Ich bin ja ein großer Verfechter des Standard-Nudelsalats, aber ohne Erbsen. Ich mag, also was heißt, ich, wenn ich mir jetzt einen Standard-Nudelsalat mit Erbsen hinsetzt, so sei es. aber ich würde selber nie Erbsen da reinmachen. Also, nee. Aber ja, spannend. Das ist wobei, wenn du so ein bisschen drüber nachdenkst, ist Nudelsalat auch eine recht eigentümliche Angelegenheit. Ja. Einfach nicht drüber nachdenken. Man muss es ja nur essen. Ja, ich find's ganz interessant, wenn du dir in die amerikanischen, vor allem aus dem Midwestern Area, ja, Salate anguckst. Ich sag mal so, in den wenigsten sind Sachen drin, die du als Salat bezeichnen würdest. Ja, in den meisten ist dafür sehr viel Mayo. So wie hier, kennst du diese Schichtsalate, diese Partysalate? Oh ja. Ja, wo auch irgendwie Hackfleisch drin ist und Tortilla-Chips und alles Mögliche. Hast du Tortilla gesagt? Tortilla. Ich fand's gut. Ich sag Tortilla. Ich kann kein Spanisch. Du sagst auch Mallorca. Malle. Nein, aber Tortilla-Chips. Ja, ist auch sehr eigentümlich. Das war auch ein komischer Trend. Diese
Schichtsalate. Ich habe es schon lange nicht mehr gesehen, muss ich sagen. Ich hatte es auf meinem Geburtstag, hatte den gute Freunde mitgebracht. War auch lecker. War auch gut. Das Problem, was ich immer eher bei denen sehe, ist, es gibt. Das ist so wie bei meinem Nudelsalat. Den kann man meistens nur in einer bestimmten Menge machen. Ja, stimmt. Und diese Menge heißt viel. Viel. Es können ein Dutzend Leute nur diesen Schichtsalat essen und alle werden satt. Ja, ja. Von daher schwierig. Hast du denn sonst noch etwas, was früher nicht so deins war und mittlerweile das so, ach, verstehe ich gar nicht, warum? Ich mochte früher keine Pilze. Oh. Und mittlerweile liebe war ich das, Pilze. War das Geschmack- oder Konsistenzding? Ich glaube, es war ein es gab einfach bei uns nie Pilze. Okay. Weil sowohl Vater wie auch Mutter Pilze nicht mochten. Und dementsprechend bin ich so in meiner Wahrnehmung durchs Leben gegangen, dass ich Pilze auch nicht mag. Pilze sind bar. Und meine auch, Pilze probiert zu haben, und sie fand sie komisch. Also ich glaube, das war so diese Kombination aus diesem, ich weiß gar nicht, wie man den Geschmack von Champignons beschreiben sollte. Aber waldig. Diese, waldig, so ein ganz kleines bisschen erdig, aber auch so ein Hauch fleischig. Ja. Also, weißt du, ich meine, es gibt ja auch Leute, die dann zum Beispiel, wenn sie jetzt nicht Pulled Pork machen, sondern in vegan machen, sie irgendwie Pulled Mushrooms und so, weil es ja auch sehr eiweißhaltig ist und so. Ich kam darauf nicht gut klar, aber vor allen Dingen, weil ich es selten probiert hatte. Hm. Und mittlerweile liebe ich Pilze. Och. Also wirklich angebratene Pilze, und dann ist auch egal, ob es Champignons sind oder Kräuterseitlinge, Steinpilze. Mm. Pfifferlinge, ach ja. Das Einzige, was ich nicht mag, sind getrocknete und wieder quasi im heißen Wasser hydrierte Pilze. Zum Beispiel in manchen. Das kommt drauf an. Also das gibt es ja in manchen Gerichten, zum Beispiel aus dem asiatischen Raum mit Shiitake-Pilzen. Ja. Oder so, und bei Steinpilzen mag ich es auch nicht wirklich. Das sind jetzt zumindest die beiden gängigen Pilze, die mir einfallen, die auch mal getrocknet werden. Das ist halt auch. Da habe ich noch keine Erfahrung mit. Aber das ist halt nicht so mein Fall. Weil ich finde, die kriegen auch einfach noch eine glitschigere Konsistenz. Ja, es kommt da sehr drauf an, wie du sie dann zubereitest, ne? Ja, das mag es auch sein, aber ich irgendwie auch, das war nicht meins. Aber ansonsten Pilze und auch gerne einfach nur zum Beispiel angebraten auf einer Scheibe Brot, so in ein bisschen Butter angeschwenkt, so eine leicht angedrückte Knoblauchzehe dazu, ein bisschen Rosmarin, Salz, Pfeffer und dann einfach auf eine geröstete Scheibe Brot. Also wirklich, Pilze mittlerweile groß, sehr, sehr groß. Ja, das ist. Ich mochte früher Husten nicht, sorry. Ich war früher, war alles, was aus dem Meer kam, für mich Iba. Mhm. So, gar nicht so, ne? Und mittlerweile mag ich immer noch nichts, was nach Fisch schmeckt. Außer. Und jetzt kommt es halt, Thunfisch und Lachs geht und Nori-Blätter. Finde ich halt mega lecker, vor allem wenn du die röstest und leicht würzt und so. Der Snack schlechthin, auch sehr proteinreich, aber auch sehr jodhaltig, deswegen nicht zu viel davon. Aber ich liebe Sushi. Und das ist ja, also mit rohem Fisch dann auch, ne? Und da auch gerne noch mit Aal und so. Aber sonst bin ich überhaupt gar kein Fischfreund, außer bei Sushi oder Sashimi halt, ne? Weil dann hast du halt auch hochqualitativen Fisch in der Regel. Und da schmeckt es mir sehr. Und ansonsten kannst du, wenn du sagst, hier, wir haben lecker Fisch, dann sag ich, ja, ich habe auch lecker was anderes. Also so irgendwie Seelachs oder Pangasius oder sowas. Das Pangasius geht gar nicht, weil den Fisch, also das ist halt ein reiner. Wie heißt es hier? Penicillinfisch quasi. Ja, okay. Ne? Also der wird auch ganz schlimm gehalten in Vietnam und so, wird der gezüchtet und so. Das geht, es ist nicht gut. Und ich finde den Geschmack aber auch nicht geil. Also es ist halt.
Nee. Ich habe ihn mal eine Zeit getestet und ist nicht meins. Also es ist halt wirklich, Thunfisch ist okay, Lachs ist okay, Seelachs geht auch, also sowohl eben Seelachs oder ein normaler Süßwasserlachs und so. Der eingelegte Aal oder marinierte Aal auf Sushi geht auch. Garnelen nur so zwei, drei und danach ist mir zu viel. Und das war's. Ja, ich bin jetzt auch nicht der größte Fischfreund. Mochte lustigerweise früher keinen Wildlachs oder normalen Lachs halt. Das war mir einfach oft auch schon ein bisschen nicht unbedingt. Ja, doch, so ein bisschen. Also, er ist ja nicht richtig tranig vom Geschmack her, aber natürlich, wenn du es jetzt mit dem Standard-Seelachs vergleichst, ist es natürlich eine andere Hausnummer. Und das konnte ich nicht gut. Aber mittlerweile doch sehr gerne auch. Dann habe ich aber auch den Punkt, wo es quasi kippt. Das heißt, ich habe ein kleines Stück. Meine Schwester macht da einen sehr, sehr guten Wildlachs in Sesamöl gebraten. Ein bisschen Sesam drüber gestreut, dazu ein Reis, ein bisschen angebratenes Gemüse, ein bisschen Sojasauce, fertig. Hammer. Aber ein kleines Stück. Und das reicht mir dann auch. Und das esse ich auch wirklich mit Genuss. Das ist nicht, dass ich mich dazu durchringen muss, aber dann habe ich echt diesen Punkt, wo ich dann sage, okay, jetzt reicht's, jetzt ist es genug. Das, nee, das, da. Also ich denke gerade quasi an diesen Punkt, wo es mir zu viel wird und das gefällt mir nicht. Vielleicht sollte ich einfach nicht an Dinge denken, die mir nicht gefallen. Ist das so ein Trick? Also es kann helfen, ja. Ich möchte den Elefanten im Raum ansprechen. Es gibt keine Altersbeschränkung drauf, aber die meisten Kinder finden Kaffee nicht lecker. Dass du Ich auf mag, Kaffee zu ich, sprechen du, kommst, ist ne? ja ab. Ich mag Kaffee, seit ich etwa 11 bin. Seit 11, ja, da hast du auch nicht, seit 11 bist, hast du auch nicht mehr geschlafen. Ungefähr, nein. Also ich habe damals halt Kaffee immer morgens für meine Mutter angemacht und so, ne? Irgendwann habe ich gedacht, kann ich mir auch eine Tasse von gönnen, ne? Hast du noch diese klassischen Kaffeemaschinen? Ne? Mit Wo 12 du. Tassen Ja, und genau, so, ne? Und damals natürlich dann noch mit Milch getrunken, weil, also das Zeug kann man einfach nicht pur trinken, fand ich. Aber es war nicht so, dass ich es probiert habe und dachte, boah, eklig, sondern eben mit Milch, ach ja, das geht ja, ne? Da habe ich dann angefangen, Kaffee zu trinken. Kaffee habe ich ja, also ich habe den früher als Kind. Was ich da, also nee, was ich da tatsächlich auch hin und wieder durfte, so in der Weihnachtszeit, war Gewürzspekulatius in Milchkaffee stippen. Aber das war halt wirklich dann, meine Eltern waren da echt auch vorsichtig und das war halt in dieser Tasse, war halt ungefähr so ein Drittel Kaffee, zwei Drittel Milch und ich durfte es halt auch nicht trinken. Ich durfte nur den Spekulatius reinstippen. Aber das mochte ich schon. So diesen, ich wollte das auch immer gerne probieren, durfte ich aber nicht. Und dann hat sich das aber auch, ich sag mal, ein bisschen das Interesse verloren und Kaffee, also wenn dann halt so, weißt du, so Starbucks Karamell Macchiato oder sowas. Also auch sehr lecker, möchte ich gar nicht schlecht reden, aber hat ja nichts mit ursprünglichem Kaffeegeschmack zu tun. Oh ja, und dann bin ich durch so einen ominösen guten Freund in Kombination mit meiner Schwester zu Spezialitätenkaffee gekommen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ist so ein großer Typ, richtig gut drauf, macht auch Podcast. Ah, ich habe von ihm gehört. Ja, das ist, mir fällt ja ab. Ja, auf jeden Fall, ich bin ja auch durch dich zum Kaffee gekommen. Und es geht auch einfach nicht mehr ohne. Also, ich habe Phasen, wo ich weniger Kaffee trinke, definitiv. Aber das ist schon wirklich, ach, ein Bei toller mir Genuss. war es so, ich wechsle mittlerweile zwischen Espresso und Filterkaffee. Entschuldigung. Und heute Morgen wollte ich mir einen schönen Espresso machen. Habe ich gemerkt, so, boah, nee, es ist erst eigentlich Zeit, meine Espresso-Maschine mal richtig zu reinigen. Da habe ich, bevor ich gefrühstückt habe, bevor ich Kaffee getrunken habe, erstmal eine halbe Stunde lang in Ruhe meine Espresso-Maschine gereinigt.
und mir dann Filterkaffee gemacht. weil ich dann dachte, jetzt habe ich die gerade sauber gemacht, jetzt will ich die nicht benutzen. die Tücken der Technik. Ja, ja. Aber ja, also Kaffee, ist, ich finde es einfach, ne, es ist ein Genuss und den habe ich tatsächlich schon relativ früh gehabt. Und damals halt noch eben so, wie man es in der Zeit getrunken hat. Ich bin sehr froh, dass sich das mittlerweile sehr weiterentwickelt hat und ich hoffe, dass sich da noch viel entwickelt, dass da noch mehr interessante Geschmackssachen kommen und denke, da ja, ist noch viel Luft nach oben. Da kann man noch was machen. Ja, es hört ja nie auf, dass man entdecken kann. Ja, was ich aber wichtig finde und was wir auch unserer Tochter zum Beispiel so ein bisschen aufzwingen, sag ich mal, ist, dass man immer wieder etwas probiert. Ja, also selbst wenn man sagt, nee, ich mag das nicht, ja, also auch wenn ich sage, ich mag das nicht, probiere es trotzdem immer wieder, weil Geschmäcker verändern sich über die Zeit und so wie Rosenkohl sich auch über die Zeit verändert hat, schmeckt es einem dann vielleicht manchmal doch. Ja, und deswegen würde ich sagen, wenn man denkt, man mag etwas nicht, probiert es regelmäßig immer wieder mal. Man muss es, also ich würde es mir deswegen nicht kaufen, um es nur zu probieren und dann wegzuschmeißen, wenn ich es nicht mag, ja, aber wenn ich die Möglichkeit habe, probiere ich es gerne. Und manchmal bin ich dann doch überrascht, dass mir die Sachen dann noch schmecken. Ja, auf jeden Fall. Bin ich voll bei dir. Ja. Eine Frage, die mich jetzt aber brennend interessiert ist. Oha. Unsere geneigten Zuhörenden. Ja. Was habt ihr denn da draußen, was ihr früher nie gemocht habt und mittlerweile ja, liebt oder mögt oder zumindest in einem gewissen Maße tolerieren könnt? Schreibt Kimchi uns das zum Beispiel. Schreibt uns das sehr, sehr gerne. Wo könnten Sie es uns denn am allerbesten schreiben, lieber? Nicht bei TikTok. Nein, also auf jeden Fall bei uns in der Gruppe, ja, die Genussfreunde, die schöne kleine Gruppe, die wir gegründet haben, die mittlerweile relativ groß ist. Und da kann man sich über alles Mögliche austauschen und sind echt coole Leute drin. Deswegen, da solltet ihr auf jeden Fall reingehen. Ansonsten auf jedem Social Media, auf jeder Social Media Plattform, auf der ihr uns finden könnt. Ja, einfach nach etwas Genuss suchen und wenn ihr uns da findet, dann sind wir da und da könnt ihr kommentieren. Das ist die absolut richtige Herangehensweise. Wenn ihr uns da findet, dann sind wir auch da. Ja, es war mal wieder eine spannende und interessante Folge. Ja. Lustig, dass sich einige Dinge tatsächlich geglichen haben, auch so von der Art und Weise, warum man gewisse Dinge nicht mag, fand ich sehr spannend. Und ich kann mich nur dafür bedanken, dass du heute wieder mit dabei warst, lieber David. Martin, das war mir eine Freude. Ach, da geht mir das Herz auf. Nein, aber wirklich schön, schön, hat mich sehr gefreut und ich würde einfach sagen, wir hören uns in der nächsten Folge der Genussmomente, dem Podcast Follow mit etwas Genuss. Bis dahin.